Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr dabei seid. Die wichtigsten Fehler in der Mensch-Hund-Beziehung. Ja, kennt ihr sie schon? Ich habe hier einige für euch. Den Hund zu sehr zutexten. Es gibt Menschen, die reden mit ihren Hunden unentwegt. Und nicht nur das, die stellen ihnen auch Fragen. Habe ich dir nicht gesagt? Du sollst es sein lassen? Fragezeichen. Soll der Hund jetzt antworten? Durch dieses ewige Reden nutzt sich die Beziehung ab. Also der Hund wird euch irgendwann nicht mehr ernst nehmen. Er wünscht sich klare Signale und nicht irgendein Kauderwelsch. Also Zutexten von Hunden ist ein massiver Fehler in der Mensch-Hund-Beziehung und kann einigen Hunden ziemlich auf die Nerven gehen. Noch ein Tipp ist die Vermenschlichung. Es werden ganz viele Hunde in der heutigen Gesellschaft vermenschlicht. Ich finde das nicht schlimm, wenn Hunde so eine Position haben, wenn sie auf der Couch sitzen oder wenn sie einfach mal auf den Schoß genommen werden oder wenn man mit denen auf dem Teppich liegt und mit denen rumschmust und mit ihnen einfach ein bisschen rumalbert. Alles kein Problem. Aber wenn aus dieser Vermenschlichung eine Enttierung entsteht und wenn wir den Hunden die Würde als Hund nehmen, dann hört der Spaß auf. Also Vermenschlichung kann und darf sein, aber eben im Rahmen. Lasst euren Hund bitte Hund sein, sonst wird er verlernen, mit Hunden hündisch zu kommunizieren. Vermenschlicht ihn nicht zu sehr, denn er wird Verhaltensweisen an den Tag legen, die ihr ihm beigebracht habt. Und dann macht er den Hund zum Schuldigen und geht zum Hundetrainer. Diese Suppe ist hausgemacht. Deshalb Vorsicht bei der Vermenschlichung von Hunden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ihr darauf achten solltet, dass euer Hund verschiedene Bezugspersonen hat. Wenn euer Hund sich nur auf eine Person fixiert und ihr mal irgendwann alleine ein Wochenende weg wollt, Städtereise oder ihr müsst zu einer Hochzeit oder ihr müsst vielleicht mal für ein paar Tage ins Krankenhaus und euer Hund kennt niemand anderen, dann hat er enormen Stress. Also ein großer Fehler ist, den Hund nur auf sich zu konditionieren. Ich bin da überhaupt gar kein Freund von, sondern Hunde sollten sich auch bei anderen Menschen wohlfühlen. Ein weiterer Punkt ist, dass viele Menschen vergessen, dass der Hund ein Hund ist. Und in Bezug auf andere Hunde sollte der Mensch es zulassen oder besser loslassen, dass er glaubt, dass der Hund nicht alleine kommunizieren kann. Ein Hund braucht uns Menschen als Bezugsperson und als die Person, die ihm zeigen kann und sollte, in welche Richtung es geht und mit welcher Energie wir unterwegs sind. Aber in der hündischen Kommunikation sollten Menschen zwischendurch einfach mal die Klappe halten, weil Hunde dürfen miteinander kommunizieren. Und da machen Menschen oft den Fehler, dass sie das nicht wirklich zulassen. Ja. Also, achtet bitte darauf, dass eure Hunde ausreichend Kontakt zu Artgenossen bekommen und dann ist die Beziehung zwischen euch und eurem Hund auch wieder eine etwas ausgeglichenere Beziehung. Weil Hunde, die ausreichend Kontakt zu Artgenossen bekommen, sind im Allgemeinen einfach viel sozialer und ausgeglichener. Wenn ihr spürt, dass euer Hund euren Gast oder euren Freund oder eure Freundin anknurrt oder die ganze Zeit verbellt, dann lacht bitte nicht darüber und sagt, ach, guck mal da, der Kleine, ne? Jetzt fängt er aber hier an irgendwie, du darfst noch nicht mal mehr auf die Couch oder so. Das ist nicht lustig. Das sollte man vermeiden. Wer das erlaubt, der erlaubt dem Hund nicht nur zu Hause so ein Verhalten zu zeigen, sondern der Hund nimmt das auch raus mit auf den Spaziergang und benimmt sich völlig daneben. Das ist nicht in Ordnung. Okay? Also, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wenn ja, dann klickt hier unten und abonniert meinen Kanal. Danke.